Ja, neue Bikes, alte Gesichter. Heute bin ich mal dran, den Thunder Talk mit Julian zusammen zu machen. Genau. Und wir präsentieren euch heute dieses Bike. Wunderschön umgebautes Tweetbob. Hier sieht man eigentlich ganz gut wieder, in wie viele Stilrichtungen man mit der Streetbob gehen kann. Hier hat der Kunde sich für einen klassischen Look entschieden. Und dazu gehört natürlich zwingend dann Weißwandreifen und auch ein mitschwingendes Heck. Und Speichenfelgen. Genau. Wir haben jetzt hier Speichenräder nachgerüstet und in dem Zuge haben wir auch hinten dann direkt eine etwas breitere Felge genommen, damit wir auch einen breiteren Reifen fahren können. Hier jetzt ein 180er. Sieht natürlich einfach nochmal deutlich besser aus. Ja. Der 180er wird abgerundet mit unserem mitschwingenden Heckfender, den wir bei dieser Variante mal ein kleines bisschen anders gemacht haben. Wir haben sonst relativ kurze Heckfender, die mitschwingend waren, verbaut. Hier war der Kundenwunsch so, dass wir den Heckfender etwas länger bauen. Auch als Vorteil, wenn er doch mal in einen unvorhergesehenen Regenguss kommt, ist er da ein bisschen besser mit geschützt. Ja, und abrunden tut das hintere Teil der Sitz, den der Jimmy immer gebaut hat. Ne? Genau, ne? Also der Kunde hat sich mit dem Jimmy zusammengesetzt und seine Wünsche geäußert, wie der Sattel werden soll. Deswegen ist hier jetzt auch auf Kundenwunsch nochmal eine kleine Tasche hinten mit dran gekommen. Wir haben das Motorrad hinten natürlich auch etwas tiefer gelegt, dass der Abstand zwischen der Tasche und dem Heckteil natürlich auch so gering wie möglich ist. Einfach für eine etwas bessere Optik. Ne? Klar haben wir auch unser seitliches Kennzeichen verbaut und dann mit am Heckteil noch die Kellermann Atto-Blinker, ja. Die halt wirklich super hell sind, ist legal. Ja. Also kann man sich kaum vorstellen, wenn man die Größe der Blinker sieht, dass die wirklich so hell sind, aber es ist Wahnsinn. Ja, und wenn wir an dem Fahrzeug weiter nach vorne gehen, und den Tank zum Lenker, ein Pop-Up-Tankdeckel, der auch nochmal die Linie so ein bisschen unterstreicht, zusammen mit dem Hollywood-Leitlenker von uns, lässt das Motorrad einfach in Gänze komplett flach erscheinen. Ja, der Lenker fasst auch wirklich sehr schön. Hier in Kombination mit den vorfälligen Fußrasten, naja, auch für dich, du bist ja auch größer, da reichen die mittleren Fußrasten nicht. Deswegen vorverlegte Fußrasten in der gleichen Serie, wie auch die Griffe, Sateur-Serie von uns, einfach mit einfachen, schlichten, schwarzen Toppern gehalten. Genau, und dann LED-Stripe-Blinker von uns vorne verbaut. Ja, und einfach eine coole Sitzposition. Ja, also ist ganz entspannt. Der Lenker kommt ein ganzes Stück zu einem. Ja. Das ist schon wirklich gut gemacht. Was auch hier am Motor noch direkt auffällt, ist unser Classic-Luftfilter in B-Color. Passt halt von den, vom Lochbild des Luftfilters an den Seiten ganz gut auch zum Lochbild des Hollywood-Lenkers. Und auch nochmal der Kontrast von den Zylindern, die sind ja auch nochmal silber geschliffen, ist halt einfach eine schöne Kombination nochmal. Und wo du gerade dabei bist, das zu erwähnen, wenn man ein originales Fahrzeug neben so einen Umbau stellt, dann fällt einem erstmal auf, wie viel Unterschied es auch macht, Kleinigkeiten wie Hebel, wie Gabelcover, wie Lampenringe, Schwarzpulver zu beschichten oder eben in einer anderen Optik dran zu machen, um so ein Motorrad einfach perfekt aussehen zu lassen. Ne? Genau, weil vorne haben wir zum Beispiel die Originalreifengröße und Durchmesser ja behalten. Wir haben unseren kleinen Frontfender natürlich verbaut. Super schick dazu. Genau, und das Motorrad auch ein bisschen tiefer gelegt. Wirkt von vorne natürlich die ganze Frontpartie erstmal komplett anders. Ne? Genau. Sehr, sehr schön. Ja. Genau. Ja, das war es eigentlich mit dem Motorrad. Ja. Sehr gelungenes Bike. Absolut, rundum. Wirklich ganz toll geworden. Genau. Sehe ich auch so. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Fun. Genau. Dann vielen Dank und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.